Hi YouTube, heute bauen wir mal nichts am Auto. Heute installieren wir einen Wasserzähler, in dem Fall einen Kaltwasserzähler. Dazu brauchen wir unseren Wasserzähler, den haben wir hier, und zwei Armaturenzangen mit oder ohne Schonbacken. Ihr könnt euch normale Rohrzangen nehmen, aber dann verkratzt ihr euch halt das Messing und das brauchen wir jetzt in dem Fall nicht. Den da brauchen wir hoffentlich nicht. So, das ist ein ganz normaler Wasserzähler, in dem Fall für den Garten. Der ist QN 2,5. So, gucken wir mal, wo er rein muss. In dem Fall soll der Zähler hier rein. Das Stück ist abgemessen. Ja. Wir halten es mal hin. Das heißt, der Zählerplatz ist schon vorbereitet. Und wir können sehen, der passt hier prima rein. Das ist ein Rohr, das verschiebbar ist, oben nach unten. Wenn man die Mutter hier löst, kann man das Stück ein- und ausfahren. So, dann machen wir zuerst mal die Hauptwasserversorgung komplett zu. Das habe ich schon gemacht gehabt. Dann lassen wir Wasser raus. Das restliche, dann werden wir hier nicht so voll. Tue hier mal zu. Dann kommt uns das von oben nicht so weit entgegen. Kann man hier auch noch entleeren. Bringt jetzt in dem Fall nichts, weil wir haben ja hier zugemacht. So. Mal gucken, ob es auch wirklich zu ist. So. Dann können wir jetzt anfangen, diesen Blindstück zu lösen. Dieses Blindstück war halt drin, weil früher kein Zähler drin war. Ich würde jetzt aber gerne auch von der Einlieferung den Garten zählen extra. Deswegen mache ich einen Zähler rein. In die Uhrzeigersinn geht es zu und gegen den Uhrzeigersinn geht es auf. Wir haben ein ganz normales Rechtsgewinde. So. Ich hatte das vorher schon mal offen, deswegen geht es jetzt relativ leicht. Das könnte bei euch etwas schwerer gehen. So, jetzt lösen wir die Mutter auch noch, weil dann können wir das Stück schön nach oben oder unten verschieben. Hier steht auch noch ein Kleber drauf, da stand immer diese Mutter als letztes anziehen. Weil ihr zieht erstmal den Zähler fest. Und dann zieht sich quasi dieses Stück automatisch auf die richtige Höhe und danach machen wir diese Mutter fest. So, kriegen die auch noch auf. Gefühl. Na. So, in Ordnung. So, jetzt habt ihr die Mutter hier gelöst. Jetzt könnt ihr mit einem beherzten Griff nach unten dieses Teil einfach... Jawohl, jetzt kommt hier natürlich auch noch das Wasser zurück. Mit einem beherzten Druck nach unten verschieben. Hier kommt jetzt noch das Restwasser. So, die Dichtungen brauchen wir nicht mehr, denn da sind neue Dichtungen dabei. Die eine hat es mir schon weggespült. Ne, kleben beide hier drauf. So. Gut, also das brauchen wir nicht mehr. Ihr müsst immer, wenn ihr den Zähler auspackt, dann schaut schnell drauf, bis wann der geeicht ist. Hier steht jetzt Zählerwechsel in 2023. Das heißt, das steht hier auch nochmal dabei. Ja, das ist jetzt hier ganz normaler Einstrahlzähler. Und bei Kaltwasser 6 Jahre, also zwischen 5 bis 30 Grad, und bei Warmwasser nach 5 Jahren zu wechseln. Ja. Hier ist auch nochmal alles erklärt. Das Wichtigste ist immer auf die Durchströmungsrichtung aufpassen. Hier ist ein Pfeil, weil ihr könnt ja das Display natürlich verstellen, je nachdem, ob ihr ihn
waagerecht oder senkrecht einbaut. Das heißt, ihr müsst nach der Durchströmungsrichtung gucken. Hier kommt jetzt das Wasser natürlich hier vom Hauseingang und dann hier hoch. Das heißt, der Pfeil muss in die Richtung zeigen. So. Machen wir in diesem Fall die Dichtungen auf. Schaut ein bisschen, da das Trinkwassersachen sind, dass ihr das Zeug nicht so auf die dreckige Werkbank legt, sondern euch irgendwas unterlegt. Und dass ihr die Kappe, die das Gewinde schützt, erst ganz zu Ende wegmacht. Na? Sehr widerspenstig. So, die Fließrichtung haben wir beachtet. Setzen wir die Dichtung an ein. Na? Jetzt. Jetzt müssen wir den hier etwas weiter nach unten drücken. Können wir noch ein Stück weiter aufmachen. 2 Stunden später. So, da war jetzt etwas Überzeugungsarbeit notwendig. Ich habe hier mit dem kleinen Eisen angehebelt und das Ding nach oben gezogen. Das ist ein 130 mm Zähler, der passt eigentlich für den Zählerplatz. Also hier nach oben gebogen, das gelockert und wie ihr seht, passt es jetzt. Jetzt kann man es auch per Hand anziehen. Es ist jetzt auch spannungsfrei eingebaut, auch wenn es nicht so aussieht. Da müsst ihr mir jetzt glauben. So. Also wir haben hier unten gelöst. Wir haben das Distanzstück rausgemacht. Wir mussten den Bügel ein wenig überzeugen. Der war einfach zu weit unten angebracht. So. Erstmal leicht von beiden Seiten und dann nachher kann man gegenhalten etwas. So. Und jetzt als allerletztes diese Mutter hier, die dann eben dieses verschiebbare Stück auch wieder abdichtet. So. Das müsste schon gewesen sein. Machen wir wieder zu, wo wir vorher entleert haben. So. Können wir unsere Hauptwasserversorgung wieder aufmachen. Wir sehen, es ist wieder Wasser drin. Jawohl. Ganz raus, 3/4 zurück. So, dann schaut euch an, ob alles dicht ist. Am besten nach ein paar Stunden nochmal. Und dann seid ihr fertig, das ist euer Anfangszählerstand. Der Zähler war ja schon auf dem Testlauf, das notiert er euch. Eure Zählernummer habt ihr, die braucht ihr ja nur, das ist ja nur für interne Zwecke meistens, nicht wahr? So, und dann seid ihr fertig. Viel Spaß!